in der Kreissporthalle in Lübbecke und freuen uns auf das zweite Viertelfinale zwischen dem Hamburger Sportverein und Bayer 04 Leverkusen. Anpfiff zum Duell, das es so schon gegeben hat, und zwar heute Morgen. Bayer Leverkusen konnte dieses Duell mit 1:0 für sich entscheiden. Jetzt natürlich nochmal ganz andere und ganz neue Vorzeichen, denn jetzt geht es um alles. Und die erste Chance kommt durch Julian Kurowski zustande. Die Nummer 9 bei Bayer. Leverkusen im Spiel mit Moritz Schrief im Tor. Hier am Ball. Weit aufgerückt, Leverkusen mit einer mutigen Aufstellung. Und da muss Schrief sich beeilen. Das funktioniert aber sprintstark. In dem Alter funktioniert das auch alles noch. Tyron Fernandes jetzt am Ball. Aber wirklich mutige Aufstellung. Guter Abschluss zu Zentral. Kiel Becher. Also Leverkusen wirklich enorm mutig, nicht zurückhaltend, gestalten das Spiel hier aktiv. Eine andere Ausrichtung als jetzt zumindest auch im Achtelfinale. Da haben sie es noch viel über tiefe Bälle in den Lauf probiert, haben ihre Offensivspieler gar nicht so tief aufgestellt in dieser Hälfte. Also interessante Veränderung in der Ausrichtung. Jetzt aber die Hamburger zum ersten Mal gefährlich vom Tor. Und das war kein Foul, weil schon abgeschlossen, richtig entschieden. Auf der Gegenseite, es geht jetzt hin und her. Hohes Tempo drin in der Partie. Schiedsrichter eben Sven Hagemeyer vom TuS Oppendorf, der das korrekt entschieden hat, auch wenn die Hamburger da gerne noch einen Pfiff gehört hätten. So, wieder Tyron Fernandes am Ball im Aufbau mit Weitz. Ah, das ist ein bisschen überhastet. Eigentlich unnötig. Und Hamburg stellt jetzt tief ihre Spieler, tief in die gegnerische Hälfte. Versucht dann das Spielfeld dadurch zu öffnen. Gesehen, das Foul vorher schon durch Julian Kurowski. Gut abgewartet, gut gesehen. Freistoß. Prinz Kasi. Immer rausgelegt. Klasse Flanke auf Abdul Karim Koulibaly, den großgewachsenen Kapitän vom HSV. Da haben wir Julian Weitz, der hier schwerster Ball verrichten muss, nicht nur Bälle halten muss, sondern wahnsinnig eingebunden ist, aber mit weiten Wegen eingebunden ist in das Offensivspiel seiner Mannschaft. Und das sind so die Szenarien, die wir eher aus den Spielen von Leverkusen kennen, diese Langbälle in die Spitze. Hier haben sie Thierry Abessegui gesucht. Alle sind da, alle sind an den gestützt.
Amel Koric jetzt auf der Platte, die Nummer 19 bei Leverkusen, auch ein sehr auffälliger Offensivspieler. Leverkusen jetzt auch abwarten, da probieren es zu stellen. Kovic. Foulspiel gegen Koulibaly, der schnell ausführt. Guter Schussversuch, aber kein Problem für Moritz Schief. Beide können so viel. Hier. Wichtiger Weg hier von Jaden McPowell. Hier im Bild. Auch wieder der weite Ball. Koulibaly. Kein Foul, Jankovic. Arnold Astel-Riedl. Mit dem Foul. Freistoß Leverkusen, Blockwechsel bei Bayer 04. Spiel jetzt ausgeglichen, nachdem Leverkusen zu Beginn die dominantere Mannschaft war. Schenken sich beide nichts. Fiel auch auf Fehlervermeidung aus. Hochkonzentriert, hochintensiv. Beide Mannschaften. Stark die Aktion von Marcel Zim. So, Leverkusen Gegenangriff. Da das Foul und das dürfte 2 Minuten geben für Zim. Ja. Sehen wir jetzt hier nochmal. Konter unterbunden. Ja, dann reicht dieser Kontakt um vielversprechenden Angriff. Das war eine Überzahlsituation für Leverkusen. Aktion von hinten, 2 Minuten. Komplett okay und mitten im Strafmaß. Auch zu anderen Spielen. So, und dann, was ich nie verstehen werde. Überzahlsituation, gerade in der Halle ein Geschenk. Dann dieser unnötige Abschluss. Abschluss. Spielen zwar nicht gut aus, die Leverkusener. Mal dazwischen gewesen im Aufbau. Fabrizio Habauer legt den Ball zurück auf Fernandes. Wieder Habauer. Stark geholt von Alessandro Nikolic. Ganz wichtiger Zweikampf. Nikolic wieder am Ball mit der Aktion nach vorne. Aber Hamburg verteidigt es aufmerksam, auch in Unterzahl. Und Leverkusen spielt nicht. Leverkusen müsste jetzt ja nur, in Anführungszeichen nur, sagt sich von hier immer sehr leicht. Den Ball wirklich schnell laufen lassen, immer wieder temporäre 2-gegen-1-Situationen schaffen. Stattdessen sehr viel 1-gegen-1. Verbauen sich damit komplett die Überzahl.
Nächster Freistoß für Leverkusen. 16 Sekunden nur noch. Überzahl für Bayer 04. Trainer versuchen es auch noch mal einzufordern, diesen Überzahlmoment auszuspielen. Sie machen es auch einfach nicht gut. Drei Sekunden, HSV in diesem Moment wieder vollzählig, haben das überstanden. Da sehen wir Marcel Zim, der wieder auf der Platte steht. Sehr ungewöhnliches Hallenspiel hier. Hamburg immer wieder mit dem Versuch der Ballgewinne und schnellen Umschaltmomente. Aber auch da ist Leverkusen extrem wach. Haben das gut analysiert aus den vorherigen Spielen. Immer wieder diese Tiefenabsicherung, immer wieder diese Wege, die wehtun. Große Möglichkeit hier für Romeo Blikic vom HSV. Ah, verspringt Koric der Ball. So, hat er hier noch was für uns? Ein Kabinettstückchen parat. Knapp 4 Minuten auf der Uhr. Koulibaly ist kaum zu stoppen. Leverkusen schafft es aber. Jetzt Koric. Wieder geklärt. Wieder. Kurowski. Kurowski, guter Ball. Auf Bruno Schmidt. Mit dem Schussversuch. Jonas Hartig hier auch. Die 20 vom HSV. Starker Techniker. Freistoß außerhalb an Hartig. Das stark durchsetzt. Der Lupfer. Wichtig, Erklärungsversuch hier. Alles, ich habe noch gar nicht viel über beide Mannschaften erzählt, weil es liegt so eine Spannung, es liegt so eine Intensität in diesem Spiel, aber es kommt dann nicht so richtig zum Fliegen. Es ist eine ganz interessante Partie, trotz 0-0. Und man wartet immer so drauf, auf diesen einen Dosenöffner. Hat das Gefühl, danach könnte es dann raus explodieren. Mal gucken, ob das dann passiert. Jetzt die große Möglichkeit. Gibt der Stürmer Foul. Ist, glaube ich, okay. Julian Kurowski an Noah Ahlers. 2 Minuten noch auf der Uhr. Wieder geklärt, wieder jemand dazwischen. Es ist intensiv. Jaden Powell gerade mit dem Kopfball nach außen. Schussversuch. War noch abgefälscht, deswegen Eckball. Leverkusen mit dem mutigen Wechsel jetzt. Bei Ecke gegen sich. Alles gut gegangen. Koulibaly. Stark hier von Prince Kasi. Diese Weiterleitung. Es ist wieder
Jonas Finn-Hartig, der kaum zu stoppen ist. So, wir gehen in die letzte Spielminute. Ich müsste mich ja über 0-0 beschweren, das tue ich aber nicht, weil das Spiel hat was. Das ist was ganz anderes als die meisten anderen Spiele hier. Hier die Möglichkeit durch Fabrizio Habauer gerade. Es ist so ein Schwergewichtsboxen. Um das Halbfinale, Riesenmöglichkeit hier. Für Abdulkarim Koulibaly. So, der Ball kommt schon wieder tief geflogen. Jetzt nimmt das Spiel nochmal richtig Fahrt auf. Jetzt haben wir nochmal richtig Musik drin. Kein Foul. Drei gegen zwei Überzahl, aber ja, da macht Kasi eben nicht mit. Auch da dieser Absicherungsgedanke. So, Hagemeyer regelt den Verkehr. Und Tyron Fernandes kann weiterspielen. So. Nächster Ball hier für Kielbecher. Oh, viel Pass, Koulibaly mit dem Direktversuch. Nächster Aufbau. 27 Sekunden. Gibt das hier wirklich ein 0-0 9-Meter-Schießen? Super selten. Dann wird es ein Duell der Torhüter. So, stark nochmal hier die Ballbehauptung. Aber es ist kein richtiges Durchkommen, Fabrizio Habauer. Es ist Wahnsinn. So, langer Ball. Oh, wichtig. Ganz wichtig. Und das war's. Das wäre sogar 2 Sekunden früher sogar noch mal was geworden. 0-0. Eins der besseren Sorte. Da ärgert er sich, Fabrizio Habauer. Wir haben also das zweite 9-Meter-Schießen am heutigen Tag. Also die beiden Mannschaften wirklich knapp beieinander. Eben das 0-1 heute Morgen zwischen Hamburg und Leverkusen und jetzt noch enger, ein 0-0. Der Sieger hier trifft auf den Gewinner aus Mainz gegen Düsseldorf. Also Hamburg, Leverkusen, Mainz, Düsseldorf. Einer von diesen Vieren wird ins Finale einziehen. Wir wissen aber auch in wenigen Momenten, welche Mannschaft von den Vieren es nicht wird. So, René Pascal Wagner unterstützt Hagemeyer. Beide Schiedsrichter gerade bei den jeweiligen Mannschaften. Klären wir mal den Ablauf. 3 Schützen pro Team. Danach geht es in den Sudden Death. So, hier wird noch ausgelost, wer anfängt. Leverkusen darf wählen, wie ich das sehe. Hält nochmal Rücksprache mit der Mannschaft. Und der HSV soll vorlegen. Jonas Finn-Hartig tritt an, hat eine tolle Partie gespielt hier gegen Julian Weitz. So, Hartig.
Oh. Links daneben. Knapp. Wird sofort aufgebaut. Keine Gedanken machen. Auch die Kölner, von die weiterkamen, haben mit dem ersten verschossen. So, für Leverkusen Alessandro Nikolic. Gegen Noah Ahlers. Nikolic. Verschießt. Noah Ahlers bleibt der Sieger in diesem Duell. 0-0. Es bleibt beim 0-0. Und jetzt kommt ein Zauberfuß. Arnaud Astel Riedel tritt an für den Hamburger Sportverein. Und er trifft unten links. 1-0 Hamburg. Und der nächste Offensivakteur vom HSV kommt mit Amel Koric. Hustet nochmal durch. Schuss. Der schießt. Hamburg führt 1-0. Und jetzt kann Abdul Karim Koulibaly alles klar machen. Denn trifft Koulibaly, steht der Hamburger Sportverein im Halbfinale. Hamburg steht im Halbfinale. Und Kovic stand ist untröstlich. Wir schauen uns den Enometer noch mal an. Stark die Nerven behalten. Und Kovic ist untröstlich. Der weint bitterliche Tränen da. Der braucht sich keine Gedanken machen. Hat ein überragendes Turnier gespielt. So wie die ganze Mannschaft von Bayern 04 Leverkusen.